Ich hab mich nur rasiert, Leute. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu ein... Ja, ich meine ja... Psst. Hi, Leute. Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem DuckyLP. Und ja, wir sind hier immer noch in der Bibliothek von Hogwarts, weil wir letzte Folge endlich erfahren haben, um welches Tierwesen es sich handelt. Also das Tierwesen, welches Umbridge und Ismelda angegriffen und ihnen schwere Kratzwunden am Arm zugefügt hat. Es ist kein Werwolf. Zum Glück. Und logischerweise, weil das wäre sehr unlogisch gewesen. Aber es handelt sich dabei um eine Wampuskatze, Leute. Die Wampuskatze ist uns soweit eigentlich ein Begriff. Also, es ist ja vor allem eine, ich glaube, ein nordamerikanisches Tierwesen oder generell ein amerikanisches Tierwesen und spielt ja auch gerade in Ilvermorny eine ganz besondere Rolle. Und ja, es hat unter anderem eben auch die Fähigkeit, Legilimentik einzusetzen, was natürlich auch die Erklärung dafür ist, warum sich Umbridge und auch Ismelda in den letzten Folgen nicht dran erinnern konnten, wer eigentlich, ja, der Angreifer war, welches Tierwesen, beziehungsweise... Ja, genau. Und ich bin sehr gespannt, wie es dort jetzt weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall Amos Diggory Bericht erstatten. Wir haben jetzt hier Kapitel 10 freigeschaltet, sind noch bei Aufgabe 1 und 5, aber werden jetzt erstmal damit beginnen, die Transportwesen-Aufgabe anzufangen, weil da müssen wir erstmal einen Dialog, ne? Ist klar. Danach würde ich gerne mit euch die Imp-Aufgabe weiterführen. Wir haben ja gesagt, dass wir die jetzt erstmal im Fokus behalten und danach werden wir uns auf jeden Fall noch der Hauptstory widmen, Leute. Versprochen. Aber wir beginnen erstmal hiermit. Let's go! So, da sind wir wieder im Büro, also im Ministeriumsbüro und bei Mad-Eye Moody. Hallo Mad-Eye, was hast du mal wieder hier für großartige Aufgaben für mich? Gut, dass du hier bist. Ich habe eine sehr wichtige Aufgabe für dich, Daniel. Das klingt spannend. Was für eine Art von Aufgabe? Der neue Zaubereiminister möchte einen Bericht über das Transportwesen in der Welt der Zauberer. Er besteht darauf, dass der Bericht dringend ist. Darum brauche ich deine Erfahrung als Ermittler. Ja, weil ich auch so viel Erfahrung habe, Leute. Willst du mich verkackeiern, Mad-Eye? Gute Frage. Das ist meine berechtigte Frage. Dass die noch nie im Spiel gestellt wurde, wundert mich, ehrlich gesagt. Ich habe Fudge dieselbe Frage gestellt. Er fand es nicht komisch. Oh, aber das Spiel nimmt wenigstens Rücksicht darauf, dass es absolut unlogisch und behämmert ist, dass irgend so ein komischer Hogwarts-Schüler, der hier zum Praktikum ist, irgendwie die wichtigsten Aufgaben übernimmt und irgendwie wird mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, dass wenn ich das nicht löse, es niemand lösen kann. Die arme Wizarding World. Wenn ich Daniel Granger nicht wäre, Leute, was würde hier nun passieren? Dann sollten wir dem Minister wohl seinen Wunsch erfüllen. Wo soll ich anfangen? Ich gebe dir eine Liste. Und vergiss nicht, Daniel, dieser Bericht hat allerhöchste Priorität. Schöne Liste. Alter, ist die Liste länger als sonst? Hogwarts Mystery, wollt ihr mir Energiepunkte abziehen? Blöde Frage. Okay, aber wie gesagt, werde ich im Off fertig machen und die werden wir dann in der Folge wieder abgeben, weil ich will die nicht mit unnötig vielen Filler-Aufgaben hier bestücken, die Folgen. Aber jetzt widmen wir uns erstmal der Imp-Aufgabe, was für mich eine deutlich höhere Priorität hat als seine komische Liste dort. Und ja, wir müssen uns mit Tonks treffen auf dem Trainingsgelände. Lass es uns tun. So, da sind wir nun auf dem Training. Und der Imp ist natürlich auch dabei. Ich denke, ihr wisst noch, wie der Faden war, ne? Also der Imp hat ja Tonks in Zonkos Scherzartikelladen umgeworfen und deswegen hat sie Hausverbot bekommen, obwohl eigentlich dieser kleine Frechdachs da unten schuld war. Und ja, jetzt haben wir ihn versucht zu überreden, dass er quasi die Schuld auf sich nimmt, Tonks quasi als unschuldig, herausstellt und dass sie dann eben kein Hausverbot mehr hat. Bin gespannt, wie es hierbei weitergeht und ob das jetzt überhaupt alles so klappt, weil ich weiß nicht, dieses Vieh ist mir irgendwie noch immer sehr suspekt. Hey Daniel, bitte sag mir, dass du den Imp dazu überredet hast, uns mit Bilden zu helfen. Nicht ganz. Dann will ich nichts mit dem Störenfried zu tun haben, dem ich mein Hausverbot bei Zonko verdanke. So ein Arsch, ey. Hör mir zu, Tonks. Ich glaube, dass du in Wirklichkeit eine Menge mit dem Imp gemeinsam hast. Ihr beide verwendet Streiche und Lachen als eine Art von Kommunikation. Manchmal, um anderen Freude zu bringen und manchmal auch als einen Verteidigungsmechanismus. Ich habe selbst miterlebt, wie dieser Imp einen Streich gespielt hat, um sich vor Filch zu schützen. Streiche sind immer akzeptabel, wenn es gegen Mr. Filch geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich auf dem Kicker hat.
Siehst du? Noch etwas, das ihr beide gemeinsam habt. Vielleicht. Zuerst dachte ich, dass ich diesen Imp zur Vernunft bringen muss, aber dann wurde mir klar, dass Vernunft kein Weg ist, um mit ihm zu kommunizieren. Seine Sprache ist das Lachen. Wenn du also willst, dass er dir hilft, musst du ihn zum Lachen bringen. Aber erzähl keine Flachwitze. Dieser Imp hasst Flachwitze. Wenn ich den Imp zum Lachen bringe, wird er mir also helfen, Bilton gegenüber zu beweisen, dass ich nicht am Stinkbomben-Desaster schuld bin? Ich schätze, wir können es versuchen. Jetzt muss ich nur noch entscheiden, wie ich ihn zum Lachen bringen werde. Und keine Sorge, ich werde es nicht mit flachen Witzen versuchen. Ich weiß, lass uns zusammenarbeiten und darüber nachdenken, wie wir den Imp zum Lachen bringen können. Naja, so schwer ist die Aufgabe doch eigentlich nicht, oder? Anscheinend schon, dank Hogwarts Mystery. Das heißt, wir hängen jetzt hier 8 Stunden rum, um uns einen tollen Witz einfallen zu lassen. Ey, ohne Witz, vor allem ohne Witz. Keine Ahnung, ich würde einfach mein Handy rausholen, auf Google irgendwelche Witze suchen und ja, und hoffentlich einen Treffer landen. Aber Tonks ist doch eigentlich hier der Meister der Streiche. Müsste sie nicht eigentlich sofort so einen Joker parat haben oder so? Naja, bin gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Find's aber ein bisschen schade, dass hier keine Flachwitze genannt werden oder dass der Imp etwas gegen Flachwitze hat. Weil ganz im Ernst, Leute, ich persönlich liebe Flachwitze. Ich bin ja persönlich ein Fan von schwarzem Humor, von sehr flachem Humor. Und ja, stumpf und flach ist dasselbe, glaube ich, oder? Genau. Finde ich beides super, super toll. Meine Lieblingsserien sind ja unter anderem auch South Park, Family Guy und so. Und ich glaube, jeder, der diese Serien kennt, oder Drawn Together zum Beispiel. Ich glaube, jeder, der diese Serien kennt, dürfte wissen, welche Art von Humor ich da pflege. Und es gibt ja auch einige hier in der Community, die ähnlichen Humor pflegen. Also zumindest lese ich das hin und wieder in den Kommentaren oder, ja, zumindest wird auch auf Twitter oder so ganz oft dieser Humor geteilt. Deswegen habe ich das so quasi, ja, daraus geschlossen. Aber, keine Ahnung, das ist... Ich weiß nicht, was ich daran so geil finde, aber es ist halt... Gut, Humor ist eh eine komplett subjektive Sache, ne? Da gibt's ja nicht irgendwie, ne? Ist ja auch gut, dass nicht alle das Gleiche lustig finden, sonst wäre das ja eine ziemlich traurige Welt. Weil, Individualität und so. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, was Tonks oder was ich jetzt hier für einen unglaublich geilen Witz herausgefunden habe. Wir wissen also, dass der Imp es komisch findet, Leute zum Stolpern zu bringen und zu schubsen... und Chaos zu verbreiten. Großes, übelriechendes, stinkbombiges Chaos. Hehehe. Ja, er steht definitiv auf plumpen, körperlichen Humor. Achso, plumpen, logisch. Plumpen, körperlichen Humor. Er fände es urkomisch, wenn einer von uns stolpern würde. Ich habe eine Idee. Wir sollten den Wabbelbeinfluch ausprobieren, den du mir beigebracht hast. Tolle Idee, Daniel. Davon bekommt man wabbelige Beine, was noch viel komischer ist, als zu stolpern. Dann lass uns den Wabbelbeinfluch ausprobieren. Wen sollen wir verfluchen? Dich oder mich? Verfluche mich? Wir sollten dich verfluchen. Na komm, ich lass den Fluch ausnahmsweise mal auf mich wirken, weil ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Du solltest mich verfluchen. Der Imp sollte dich dabei sehen, wie du etwas Lustiges anstellst. Du hast recht. Los geht's. Lokomotor Wibbly. Yay, Dancing Queen. Na, 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 na. Sieh nur, er lacht. Du hast es geschafft, Tonks. Und damit sich niemand ausgeschlossen fühlt, Lokomotor Wibbly. Oh, das ist gut. Oh, das ist niedlich gerade irgendwie. Hey, aber, ja, ich wollte gerade sagen, da muss sie das auch auf sich selber wirken. Wir sehen alle total albern aus. Ich glaube, der Imp mag dich jetzt wirklich. Hervorragend. Jetzt können wir ihn zu Zonko zurückbringen und meine Unschuld beweisen. Ja, die Frage ist, wann hält der Fluch an? Also kommt man, glaube ich, da schlecht hin. Vertrauen des Imps auf Level 7 steigern. Wenn du wirklich willst, dass dir der Imp hilft, musst du sein Vertrauen gewinnen. Okay, habe ich den noch nicht auf Level 7? Warte mal gerade ganz kurz. Anscheinend nicht. Wollen wir da mal gerade ganz kurz hin? Ja, kommt. Hey, du kleiner süßer Imp. Ich dachte, ich hätte dich schon auf das richtige Level gebracht. Irgendwie habe ich mich da wohl getäuscht. Hallöchen. Das Problem ist, man sieht hier auch nie richtig, welches Level der jetzt eigentlich hat, weil der ist nicht Level 1, Leute. Der ist nur Level 1 und verspielt, aber... Ja, hier steht es auch nicht so wirklich, ne? Übrigens, falls ihr euch fragt, warum der gerade Sprachfehler heißt,
beim letzten Livestream hat irgendein Zuschauer einen Sprachfehler nennen wollen und ja, genau. So, ja, dann bauen wir mal wieder ein bisschen Bindung auf. Ich denke aber, das sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das hier Level 6 bedeutet und dass das nächste Level Level 7 ist. Also, ja, aber wir werden dieses, ja, Neben-Event auf jeden Fall weiterhin konstant weiterführen, bis es zu Ende ist. Aber ist ja auch nicht mehr so viel zu machen. Ich meine, ne, warte, wir können nochmal kurz draufklicken. Wo haben wir es? Da haben wir es 8 von 9. Also, zumal das hier ja als Aufgabe zählt. Also, ihn auf Level 7 zu bringen, ist Aufgabe 8 von 9. Das bedeutet, wir sind quasi beim finalen Teil, also bei der finalen Aufgabe, sollte also kein Problem sein. So, aber jetzt, wie versprochen, gehen wir unseren Fund berichten, und zwar bei Mr. Diggory im Zaubereiministerium. Ich bin sehr gespannt, was er, ja, mit der Info anstellt, dass eine Vampuskatze Dolores Umbridge angegriffen hat und Ismelda wohlgemerkt. So, hallo Mr. Diggory, sind Sie hier? Mr. Diggory, ach, da ist er ja, okay. Hallöchen. Wo ist mein Stift? Das ist schon der 5. diesen Monat. Da kann ich ein Liedchen von singen, Leute. Mein Lieblingskuli hat den Geist aufgegeben. Also wirklich... Ih, da ist ein Haar dran. Das ist mein Lieblingskuli gewesen. Ich darf den leider noch nicht ganz zeigen, weil da Werbung drauf ist. Aber der hat immer so toll geschrieben. Und jetzt habe ich gestern im Livestream meine dunkelrote Liste angefangen zu schreiben. Und dann war der auf einmal leer. So, als ob mir das Schicksal sagen würde, Daniel, hör auf mit dem Scheiß. Werden wir einen neuen holen. Also ich fühle sie sehr. Wer auch immer das gerade gesagt hat. Ich weiß nicht so recht, was Wilkie zwischen seinen Apparierunterrichtsstunden im Ministerium tut. Vielleicht auf dem Lokus sitzen oder so. Also könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ich sehe mich nur um. Lassen Sie sich nicht unterbrechen. Alles klar. Hä, Moment mal, ist da... Ach so, ich dachte gerade, da ist ein Mensch hinter den Gittern. Ich dachte gerade, da ist ein Mensch quasi, also eine Hexe oder ein Zauberer. Wie in einem... Egal, Leute. Hallo, Mr. Diggory. Mr. Diggory, ich bin hier, um Berichte über die Geschöpfsichtungen in Hogsmeade zu erstatten. Ausgezeichnet. Charlie hat gerade seine Niffler-Aufgabe erledigt und wird dir bei deinen Nachforschungen helfen. Hallo Daniel, ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Erzähl uns, was du bisher herausgefunden hast. Liz und ich haben das Opfer Madame Umbridge am Bahnhof Hogsmeade befragt. Danach haben wir erfahren, dass jemand aus Hogwarts Opfer eines ähnlichen Angriffs wurde. Jemand aus Hogwarts? Etwa jemand, den wir kennen? Bitte sag, dass es nicht Percy, Fred oder George war. Nein, es war keiner von deinen Brüdern, Charlie. Es war nur diese olle Ismelda Merk. Oh, das tut mir leid zu hören. Dieser Fall ist möglicherweise ernster, als ich dachte. Das ist noch nicht alles, Mr. Diggory. Liz und ich haben in der Bibliothek Nachforschungen über das angestellt, was wir erfahren haben. Und was war es, was ihr erfahren habt? Das Tier hat den Opfern große Krallen, Katzenkrallen-ähnliche Wunden zugefügt. Außerdem waren beide Opfer nach dem Angriff ziemlich verwirrt. Sie konnten sich an fast nichts erinnern, nur Ismelda hat sich an große, gelbe Augen erinnert. Anhand dieser Informationen sind Liz und ich zu dem Schluss gekommen, dass wir es höchstwahrscheinlich mit einer Vampuskatze zu tun haben. Eine Vampuskatze? Sehr merkwürdig. Vampuskatzen kommen normalerweise auf den britischen Inseln überhaupt nicht vor. Ich vermute, dass sie importiert wurde. Liz meinte, dass so etwas vorkommen kann. Wenn ich mich recht erinnere, sind Vampuskatzen dafür bekannt, dass sie Hypnose und Legilimentik beherrschen. Richtig? Das haben Liz und ich in der Bibliothek ist so ein Zungenbrecherwort. Das haben Liz und ich in der Bibliothek über sie herausgefunden. Sie ist im Moment dabei, weitere Nachforschungen anzustellen. Wir glauben, dass es daran liegen könnte, dass Madame Umbridge und Ismelda nach dem Angriff verwirrt waren. Vielleicht sollten wir uns diese Sache etwas näher ansehen. Warum geht ihr beide nicht die Unfallmeldungen im Ministerium durch? Vielleicht wird dort irgendwo eine Vampuskatze erwähnt. Ich muss mit dem Leiter der Tierwesenbehörde über diese Sache sprechen. Alles klar. Er schien besorgt zu sein. Wenn eine Vampuskatze in Hogsmeade frei herumläuft, dann sind sehr viele Leute in Gefahr. Du hast recht, Charlie. Wenn wir den Bewohnern von Hogsmeade helfen wollen, dann müssen wir etwas unternehmen. Lass uns mit Mr. Diggorys Vorschlag anfangen. Wir sollten uns die Unfallmeldungen im Ministerium ansehen. Okay, Leute, dann tun wir das mal. Also ich bin gespannt, ob da jetzt noch weitere Fälle waren. Aber...
Naja, gut, Hogsmeade ist schon ein bisschen größer, aber die Gefahr in Hogsmeade, also klar, wir haben einmal die Einwohner in Hogsmeade, wir haben die Ladenbesitzer in Hogsmeade und zusätzlich, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, die Schüler in Hogsmeade. Weil ich meine, ab dem dritten Jahr dürfen die Schüler nach Hogsmeade und wenn da natürlich eine wild gewordene Riesenraubkatze, stellt euch vor, ihr seid in irgendeiner Schule und dann dürft ihr ab einem gewissen Schuljahr irgendwie aus der Schule in der Pause raus, um euch einen Döner zu kaufen, so wie ich damals, das war unglaublich toll, Leute. Weil am Anfang durften wir nicht raus, erst ab der 8. Klasse, glaube ich. Und naja, also gut, wir sind auch schon vorher immer in der Mittagspause rausgegangen. Aber verratet das niemanden. Genau. Und haben uns dann immer einen Döner da geholt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass auf unserem Weg zur Dönerbude plötzlich ein Löwe um die Ecke gekommen wäre und uns zerfleischt hätte. Ich glaube, das hätte ich nicht ganz so geil gefunden, auch wenn ich Löwen sehr faszinierend und schön finde. Aber das blüht jetzt nicht uns und der Dönerbude, sondern den Hogwarts-Schülern in Hogwarts Mystery. Und, naja, so eine Wampuskatze kann nicht nur kratzen, beißen und fauchen, sondern auch, wie gesagt, Legally Mantic und Hypnose. Macht die ganze Sache nicht unbedingt ungefährlicher. Ganz im Gegenteil, glaube ich sogar. Ja, deswegen wird das spannend und die Frage halt immer noch, was macht diese Wampuskatze da? Und ich habe auch eine Theorie, weil ich nämlich bei der Entscheidung, dass sie importiert wurde letzte Folge, Wissenspunkte bekommen habe. Also, muss nicht stimmen, Leute. Ich habe aber oft festgestellt, dass wenn man Wissenspunkte auf seine Antwort bekommt, dass das dann quasi die richtige war. Aber das stimmt nicht immer. Es ist nicht immer so, aber ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass die Finger im Spiel hat bei dieser ganzen Geschichte. Einsammeln. Mal sehen, was jetzt dabei rumkommt. In diesen Berichten steht nichts von einer Wampuskatze, aber ein gewisser Silvanus Kesselbrand wird mehrmals erwähnt. Hey, den kennen wir doch. Kesselbrand? Wie unser Hogwarts-Lehrer Professor Kesselbrand? Ich sollte nicht überrascht sein. Ich schätze, du solltest Deutsch lernen. Er hat eine Vorliebe für große, gefährliche Geschöpfe. Wir werden nur herausfinden, ob er es ist, wenn wir ihn fragen. Los, Charlie, lass uns mit Professor Kesselbrand reden. Eine gefährliche Wampuskatze läuft herum und wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, das ist allerdings wahr, Daniel, das sollten wir wirklich nicht. Wir werden nächste Folge, also Professor Kesselbrand, mal einen Besuch abstatten. Und ja, was will er uns sagen? Das war mal wieder ein faszinierender Vortrag. Worüber wollten Sie mit mir reden? Ja, über eine ominöse Wampuskatze. Können Sie uns dazu etwas sagen? Ja, aber erst nächste Folge. Ach so. Oh. Ja, Leute, ihr habt's gehört, was Professor Kesselbrand gerade gesagt hat. Ich bin unschuldig. Professor Kesselbrand sagt uns das leider erst nächste Folge. Von daher hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt nächste Folge weitergeht und ob Professor Kesselbrand mehr über diese Wampuskatze weiß oder vielleicht sogar schuld ist, dass diese Wampuskatze in Hogsmeade rumläuft. Kann sehr gut sein. Ich meine, er hat auch nicht unbedingt das größte Gespür dafür, die Gefahr eines Tierwesens einzuschätzen. So wie Hagrid ungefähr. Naja, wir werden es herausfinden, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!